Herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dingesbühl, bei uns auf dem Kanal. Tja, Miga Caravan zu verkaufen. Nein, natürlich nicht Miga Caravan, aber dieses wunderschöne Fahrzeug ist zu verkaufen. Ein Kastenwagen, 6,40 Meter. Ich muss sagen, ich wie den das erste Mal gesehen habe, ich laufe jetzt mit euch einfach mal rum. Ein Rapito, hier steht's. Bin ich wirklich, ich will nicht sagen erschrocken, positiv überrascht gewesen, weil ich hatte vorher so ein Fahrzeug in der, mit dem Grundriss noch nicht gesehen. Und das ist der V62 und ich will euch ja gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich bin jetzt nur einmal außen rum gelaufen. Wir gucken mal rein. Das Fahrzeug steht zum Verkauf. Warum? Weil die Dame das einfach nicht mehr so haben möchte. Hatten zwei Jahre lang gefahren und jetzt soll er eben veräußert werden. Wenn wir jetzt hier reinschauen, ihr seht schon auf Anhieb mega viel Platz, denn er hat ein französisches Bett. Somit hat man natürlich hier eine echte, ja, Raumqualität, die ist schon phänomenal. Also ich bin hier total geflasht gewesen, wenn man hier so steht, was das hier für Raumgefühl ist. Das ist Wahnsinn. Also finde ich echt mega geil. Dann hat er hier oben auch viele Stellplätze, also Stellplätze, Quatsch, viele Stauräume, drei so Oberschränke, ein schönes Bett, französisches. Klar, ist ein bisschen eng, aber da kann man gut kuscheln. Zu zweit kann man da ohne Probleme liegen. Und hier dafür ein riesengroßes Bad. Tolle Toilette, kann man schön sitzen, überhaupt kein Problem. Hier hinten dann auch die Duschstange, weil das Ganze ist ja auch eine Nasszelle, wo man dann natürlich auch duschen kann. Man hat mega viel Platz, also echt top. Auch hier oben wieder Stauräume dementsprechend, um die ganzen Hygieneartikel unterzubringen. Echt geil. Also ich muss sagen, das Fahrzeug, mich hat es total geflasht. Und das Besondere an dem Auto ist natürlich jede Menge Zubehör. Also ihr seht hier schon einmal Fahrradträger. Das ist jetzt im Einzelnen. Einmal Fahrradträger für die Hecktüre. Dann aber auch nochmal ein Fahrradträger für die Anhängerkupplung. Hier haben wir einen Kleiderschrank. Schaut euch bitte den Kleiderschrank an. Ist das nicht der Wahnsinn? Also hier kann man richtig die ganze Abendgarderobe mitnehmen. Krass, hier hänge. Die Tür lässt sich natürlich auch falten, damit man auch überall reinkommt, damit es nicht im Weg ist. Also das Auto ist, finde ich, schon sehr, sehr durchdacht. Dann hier die Küche, auch schick. Hier drunter der Herd. Dann klappt man das einfach nach oben. Dann kann man hier kochen. Wenn man das aber als Arbeitsfläche braucht, dann tut man es einfach kurz runter. Dann kann man hier schneiden, arbeiten. Hier haben wir das Spülbecken. Auch das richtig schön groß. Toller Wasserhahn. Auch hier wieder Staufächer. Hier oben schön Platz. Also hier mangelt es überhaupt nicht an Stauraum und Platz. Also das ist echt genial. Dann haben wir hier Schubkästen. Auch hier schön ein Zentralverschluss. Hier dreht man einmal rum, dann sind alle Schubkästen gesperrt. Hier dreht man wieder auf und dann hat man alle Schubkästen frei und kann dementsprechend alles bedienen. Also auch das, hier auf der Seite natürlich das Gleiche. Aufdrehen, alle Schubkästen frei, zack, zudrehen, alle Schubkästen verriegelt. Ist echt auch klasse. Ja, Papierrollenhalter ist schon dran. Dann haben wir hier natürlich einen Fernseher ist dabei. Auch hier die
Satzschüssel ist auch dabei, also das ist so eine Kuppe, ne, wo man dann auch entsprechend woanders hinstellen kann. Ist ganz geschickt, weil wenn man nämlich versteckt unter Bäumen steht, dann hat man zumindest die Möglichkeit, das dann anderweitig unterzubringen. Man kann sie aber auch, wenn man es möchte, aufs Dach machen, auch die Möglichkeit gibt es. Dann hier vorne auch den Tisch, natürlich die Dinette zum Verschieben, zum Ausschwenken. Also ja, ganz tolles Hegi, riesengroß, auch schön mit Beleuchtung, ganz toll, natürlich alles mit Muckenschutz, Fliegenschutz und so weiter. Dann da das Skyroof, nicht zum Öffnen, ganz wichtig, sondern das ist gebogen, ist nicht zum Öffnen, somit gibt es da auch keine Schwierigkeiten mit Windgeräusche, Dichtigkeit und sonstiges, also echt top. Licht durchflutet der Innenraum dadurch. Schöne, spezielle, kleine Einzellampen, Leselämpchen, auch die sind richtig sexy, schauen richtig toll aus, gefallen mir sehr, sehr gut. Indirekte Beleuchtung, auch hier mit dem Rahmen rum. Also ich muss schon sagen, das Auto ist schon geil. Dann auch hier diese Sitzbank, finde ich auch toll. Die Sitzbank ist gleichzeitig der Gasvorratsbehälter. Also auch gut gelöst und ich finde es vor allen Dingen vom Zugang her, schauen wir nochmal kurz heraus, vom Zugang her echt genial, weil hier sind nämlich die Gasflaschen drin. Also auch zum Gasflaschenwechseln genial, kommt man einfach hier hinten ran, weil natürlich das Fahrzeug komplett vom Konzept her anders aufgebaut ist und ist auch das mega cool. Ohne Probleme kommt man hier an die Gasflaschen ran zum Wechseln und ruckzuck kann das gleich noch als Sitzbank nutzen. Oder wenn man im Freien ist, natürlich auch das Polster runter machen, hat hier eine schöne Abstellfläche, auch das ist machbar. Top gepflegtes Auto, auch hier vorne natürlich. Schauen wir mal schnell, was er drauf hat an Kilometer. Ich hoffe, ihr seht es, 22.968 Kilometer, also 23.000 Kilometer ist er gefahren, ist knapp 2 Jahre alt, also echt ganz schickes Auto. Plissé zum Zuziehen, ganz klar. Oh, rups, auch hier die Plissé ist natürlich alles top in Schuss. Dann haben wir auch hinten natürlich viel Stauraum. Hier haben wir Wassereingang, hier haben wir den Antenneneingang für die MaxU. Hier haben wir den Fahrradträger auf der Hecktüre, aber auch die Hängerkupplung hat man hier. Dann machen wir hier auf, da ist natürlich Toilette und hier haben wir dann das Bett. Hier haben wir aber jede Menge Stauraum. Das heißt, auch hier passen Stühle, Tisch ohne Probleme rein. Und unterm Bett, ihr seht es da hinten, ist auch noch Stauraum, wo man von innen dann dementsprechend nur rein kann. Zeige ich euch gleich. Hier haben wir dann noch jede Menge Zubehör von den Fahrradträgern zur Schienen und so weiter. Und einen Schwerlastauszug, Haurux, der wird hier entriegelt. Und dann kann man das Ganze rausziehen. Das Einzige, was fehlt, sind die, die Boxen dazu. Und hier ist alles ausgemessen. Hier passt ein Wasserkanister rein, da hinten passt die Kabeltrommel rein. Also es ist alles ausgeklügelt an dem Auto, wo man auch hier dann mächtig viel Stauraum hat. Jetzt zeige ich euch nochmal von innen den Stauraum unterm Bett. Oh, raps. Das ist nämlich hier, also ihr seht, auch hier hat man noch mal jede Menge Platz für alles Mögliche, was man so mitnehmen will. Also das Auto bietet echt wahnsinnig viel Stauräume. Hier noch mal ein kleines Regal. Dann natürlich hier oben noch den Rollo-Schrank. MaxU ist bereits verbaut. Zack, macht man zu. Wupp, auch nochmal schön. Das Fahrzeug hat einen riesen Kühlschrank, Dometic,
Absauberkühlschrank, also auch richtig genial. Treppe natürlich, ganz klar. Also ich muss sagen, es ist ein echt gigantisches Auto. Mir gefällt er wunderbar. Ja, das Auto steht eben zum Verkauf. Und wenn ihr Interesse habt an dem Auto, wenn euch das zusagt, wenn Fragen sind, ruft uns dazu gern jederzeit an. Wir beantworten euch jede Frage dazu. Ja, ich sage jetzt einfach einmal, roundabout soll er kosten 55.000 Euro. Ist mit dem ganzen Equipment, mit dem ganzen Zubehör, finde ich persönlich echt ein fairer Preis. Was soll man gut, kann man nicht mehr viel dazu sagen. Oben noch die Regenrinne beleuchtet, Thule Omnistore, ja, alles dabei. Ich müsste jetzt lügen, ob ich irgendwas vergessen habe an Ausstattung. Nee, eigentlich nicht. Aber wenn, dann ist es auch gar kein Thema. Bei Anfrage erstelle ich natürlich noch das Exposé entsprechend, damit auch da die ganzen Daten dann bekannt sind. Da oben sind die Displays entsprechend, ja. Also ich muss sagen, ich war geflasht, wie ich das Auto das erste Mal gesehen habe. Einfach aus dem Grund, von dem Grundriss her, was ich in einem 6,40 Meter Fahrzeug hinten mit dem französischen Längsbett alles an, ja, Stauraum habe. Und vor allen Dingen, was mich am meisten begeistert, ist dieses ewig große Raumgefühl, wo das Fahrzeug hierher gibt. Also das kommt jetzt wahrscheinlich hier auf der Kamera gar nicht so rüber, wie es denn eigentlich in Wirklichkeit ist. Und das ist was, was mich schon echt brutal begeistert. Nochmal kurz reinfilmen. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Dachventilator ist auch noch dran. Genau. Wenn Interesse ist, sagt Bescheid. Kurze E-Mail. Einfach kurz melden. Wir beantworten euch die Frage dazu. Ansonsten steht das Fahrzeug hier bei uns in Dingesbühl, kann besichtigt werden. Wir können euch das Fahrzeug zeigen. Überhaupt kein Problem. Ja, bis daher wünsche ich euch alles Gute. Ich sage lieben Dank fürs Zuschauen. Über ein kleines Like freue ich mich natürlich von euch, genauso wie über ein Abo. Und falls ihr Interesse habt an dem Auto, meldet euch oder schreibt es in die Kommentare. Bitte nicht wundern, das habe ich jetzt nur ganz vergessen. Hier ist ein Messeboden drin, das heißt, es ist nur ein Linoleum. Der Originalboden ist da drunter, der ist noch unbeschädigt. Und schaut mal hier, allein diese Beleuchtung, echt geil. Ach, ich liebe das Auto jetzt schon. Leider habe ich schon einen, ich kann mir nicht kaufen, aber er ist echt cool, muss ich wirklich sagen. Ah, achtfach bereift, genau, aktuell sind die Winterreifen drauf, die Sommerreifen sind auch noch top in Ordnung. Das Fahrzeug kommt auch noch zum Kundendienst. Ich fahre das nächste Woche persönlich zum Kundendienst, wird nur der große Kundendienst gemacht, damit auch technischer Seite alles top in Ordnung ist. Also, jetzt habe ich genug gewaffelt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schreibt in die Kommentare, ich freue mich drauf und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!